Hey, ich bin Emma und das hier ist mein nachhaltiges Schnittblumenfeld. Also naja, das soll es einmal werden. Aktuell ist es einfach nur ein leerer Bioacker. Damit hier ein insektenfreundliches und buntes Blumenmeer entstehen kann, braucht es erstmal dich. Aber zurück zum Anfang. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wo die Blumen, die du so im Supermarkt oder im Blumenladen kaufen kannst, eigentlich herkommen? Ich ganz lange Zeit nicht und das, obwohl ich Blumen wirklich liebe und in mehreren Blumenläden mitgearbeitet habe. Als ich dann erfahren habe, dass über 90% aller Schnittblumen, die in Deutschland verkauft werden, aus dem Ausland kommen und beim Anbau unglaublich viele Pestizide im Einsatz sind, war ich ziemlich erschrocken. Rosen zum Beispiel kommen häufig aus Ländern wie Kenia oder Ecuador und werden dort mit Spritzmitteln behandelt, die in der EU verboten sind. Dass das vor Ort für die Menschen und die Umwelt natürlich enorm schädigend ist, ist klar. Dann werden sie mit dem Flugzeug zu uns transportiert und hier ganz legal verkauft. Ich bin mir sicher, sowas wollen wir eigentlich nicht im Wohnzimmer stehen haben. Ich habe mich also auf die Suche nach einer Alternative gemacht und schnell gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, in Deutschland regionale und nachhaltig angebaute Blumen zu bekommen. Nach einiger Recherche habe ich dann vor 2 Jahren beschlossen, mein eigenes Schnittblumenfeld zu gründen. Ich habe unglaublich viel Wissen angeeignet, Literatur gewälzt, meine ersten Anbauversuche gestartet und bin auch Mitglied in einem Verein geworden, der Slowflower-Bewegung, die sich für Transparenz im Schnittblumenanbau einsetzt. Ziemlich optimale Bedingungen für den Start. Allerdings hat mir eine wichtige Sache gefehlt, nämlich Pachtland. Das war ziemlich schwer zu finden. Letztes Jahr bin ich dann auf einen Landwirt getroffen, der total begeistert von meiner Idee war und von dem ich 2000 Quadratmeter Bioacker pachten darf. Ich stecke mitten in der Anbauplanung, bald soll die Jungpflanzenanzucht losgehen und da kommt ihr mit ins Spiel. Denn für den Anfang brauche ich natürlich einige große Anschaffungen, die ganz schön viel Geld kosten. Zum Beispiel einen Zaun gegen Hasen und Rehe, eine wasserspannende Bewässerungsanlage. Dann möchte ich gern mit einem Tischler hier in der Region einen Selbstbedienungsstand bauen. Die Ökokontrollstelle, die mein Feld kontrollieren soll, muss natürlich auch bezahlt werden. Und dann würde ich super gerne schon im ersten Jahr eine große Vielfalt an Blumenstauden anpflanzen, damit wir möglichst lange im Jahr auch wirklich frische Blüten haben. Unterstützen könnt ihr mich ganz direkt auf der Crowdfunding-Plattform StartNext. Dort könnt ihr Produkte kaufen, die ihr dann bekommt, sobald das Blumenfeld aufgebaut ist. Das sind zum Beispiel Gutscheine für Workshops oder zum Blumenpflücken, ein Picknick mitten auf dem Blumenfeld oder nachhaltiges Saatgut. Ich packe euch den Link gerne hier unten rein und ich bin wirklich super dankbar für jede Art der Unterstützung. Lasst uns zusammen einen zauberhaften Ort aufbauen, der nicht nur für uns Menschen schön ist, sondern auch insektenfreundlich und quasi unsere eigene kleine, zarte, lokale Blumenrevolution starten. Sei mit dabei!